Du bist in Tarkov angekommen, schlägst dich schon wacker durch die Raids, um Progress zu machen und zu leveln, aber das Hideout ist dir noch mehr ein Mysterium, beziehungsweise weißt du nicht, welchen Nutzen du unbedingt daraus ziehen solltest? Dann bleib dran, denn wie dir dein Hideout helfen kann, deine Skills schneller zu leveln oder ordentlich Rubel zu scheffeln und noch mehr, gehe ich mit euch in diesem Video durch. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Der Hideout ist in Tarkov schon eine feine Sache. Wir können uns Items herstellen, die wir mal für Quests brauchen, haben mehr Platz im Stash und können unsere Waffen am Schießstand testen. Aber war das schon alles? Nein, auf keinen Fall. Der Hideout kann euch so viele Vorteile bieten, wenn ihr diese richtig nutzt, zeitig ausbaut und schlau produziert. Dann kann der Hideout euch einen enormen Schub bringen. Nicht nur was euer Vermögen angeht, sondern auch euren Skills. Denn im Hideout hat sich einiges getan und gerade auch nach dem letzten Patch 0.15. Aber gehen wir mal alles Punkt für Punkt durch. Wir starten mit den Modulen, die euch mehr Geld bringen, gefolgt von denen, die eure Skills und XP boosten, bis wir zu einzelnen Besonderheiten kommen, worauf ihr achten solltet und die Vorteile für euch nutzen könnt. Kommen wir zuallererst zu dem mit Patch 0.15 implementierten Kultistenzirkel. Dieser gibt euch die Möglichkeit, Items aus eurem Stash zu opfern und dann von den Kultisten mit Ablauf einer gewissen Zeit eine Belohnung zu erhalten. Was ihr hier bekommt, kommt einmal auf die Wertigkeit der Items an, die ihr dort hineinpackt. Die Wertigkeit der Items könnt ihr auch zusätzlich durch den Special Slot im Allgemeinen erhöhen, wenn ihr dort das Sacred Amulet hineinpackt. Dies kann für 7 Aufwertungen bzw. Opfergaben genutzt werden, bevor es zerstört wird und ihr dann neu kaufen müsst. Bevor ihr fragt, wo man das kaufen kann, das geht leider nur bei dem Händler Lightkeeper, nachdem ihr die Quest Snatch erfüllt habt und kostet dann 3 Intelligence Roller und 1000 Dollar. Ob das Amulett das Geld wert ist, kann ich an dieser Stelle noch nicht sagen, aber haut mir gerne in die Kommentare, falls jemand von euch da schon Erfahrungen machen konnte. Es kommt aber auch auf die Art an Items an, die ihr dort hineintut. Vieles hiervon ist noch ziemlich willkürlich, was die Belohnung angeht, aber es gibt gewisse Mechaniken, die euch schon fast genau die Items bringen, die ihr wollt, wenn ihr diese schlau einsetzt. Als Beispiel packt ihr hier diverse Medical Items hinein, bekommt ihr auch sehr wahrscheinlich andere mit Glück höherwertige Medical Items als Belohnung. Packt ihr hingegen einfach willkürlich irgendwas hinein und völlig durcheinander, ist die Belohnung auch eher willkürlich. Mittlerweile haben sich aber schon einige Trades sicher bestätigt, dass wenn ihr zum Beispiel die Figur von einem Boss dort hineingibt, ihr am Ende das Boss-Item, was man später für eine Quest braucht, als Belohnung bekommt. Die bestätigten Trades hierfür findet ihr im Wiki und habe ich euch natürlich einmal in der Beschreibung verlinkt. Das Tolle hier dran, die Belohnung, die ihr bekommt, ist immer found in Raid. Ihr könnt sie also für eure Quests verwenden. Und wenn wir das jetzt weiterspinnen, können wir so etwas gezielter an viele Items kommen, als aus unserem Scav Case, wie zum Beispiel auch an die Tank Battery oder an diverse andere Items, die wir sonst eher selten bekommen. Gerade unsere Casual Player, die in der relativ wenigen Zeit, die sie zocken, eher selten das Glück haben, zum Beispiel eine Tank Battery zu finden. Wenn wir jetzt weiterschauen und eher unser Vermögen aufstocken möchten, haben wir als passive Quelle natürlich die Bitcoin Farm. Diese erreichen wir jetzt nicht ganz so schnell, sollte aber das Ziel sein, sie schnellstmöglich in Betrieb zu nehmen, denn selbst wenn wir sie mit nur einer Grafikkarte laufen lassen, bekommen wir alle 40 Stunden ein Bitcoin fürs quasi Nichtstun. Das können wir natürlich beschleunigen, indem wir die Bitcoin Farm weiter ausbauen und mit mehr Grafikkarten füttern, um zu meinen, was uns bei Max von 50 Grafikkarten auf ein Bitcoin alle 13 Stunden bringt. Und je nachdem, wie hoch der Bitcoin-Kurs gerade ist, lohnt sich das Ganze natürlich sehr. Sicher müssen wir auch bedenken, dass wir den Strom dafür laufen lassen müssen, aber bei einem Preis von aktuell ca. 140.000 Rubel pro Metal Fuel Tank würde uns das umgerechnet maximal ein Fuel Tank alle 21 Stunden kosten. Meist hält der Treibstoff aber länger, da dieser durch euren Hideout Management Skill auch beeinflusst wird. Aber wie genau sich das verhält und wie ihr den leveln könnt, erfahrt ihr in meinem großen Skill Guide, den ich euch oben nochmal einblende. Und selbst wenn ihr den Skill auf 0 habt, hättet ihr dann immer noch einen echt guten passiven Erlös durch den Bitcoin. Wenn ihr den Kraftstoffverbrauch noch langfristig weiter verringern wollt, geht das über die Solarpanel. Der Ausbau ist aber recht kostspielig, würde euch den Treibstoffverbrauch hier aber nochmal um 50% reduzieren. Weiter passiv mehr Geld und XP können wir über das Intelligence Center generieren. Wir bekommen hier je nachdem, wie weit ihr ausgebaut habt, bis zu 15% auf jede Questbelohnung und bezahlen bis zu 30% weniger Fliegermarktgebühren beim Verkauf unserer Items. Natürlich bringt uns das Intelligence Center noch andere Vorteile, wie die Reduzierung um 20% der Zeit, bis wir Gear aus unserer Versicherung zurückerhalten, dass der Scav Cooldown-Timer bis zu 35% reduziert wird oder auch, dass wir Daily Scav-Quests bei Fans freischalten. Das sind so die Module im Hideout, die uns am effektivsten passives Einkommen generieren. Aber uns bleibt an sich ja auch mehr Geld, wenn wir für gewisse Dinge einfach weniger bezahlen müssen, wie zuvor schon für die Gebühr auf dem Fliegermarkt. Wie zum Beispiel für die Reparatur unserer Ausrüstung. Das machen wir meist nach jedem Raid, am besten über das Armor Repair Kit, aber mit dem Ausbau unseres Lavatories können wir bis zu 9% an Armor Repair Kit Kosten sparen, genauso bei unserer Workbench, auch hier können wir bis zu 9% unserer Kosten für das Reparieren unserer Waffen mit dem Weapon Repair Kit einsparen. Kommen wir zum Scav Case, in dem ihr für unterschiedliche Preise Scavs losschicken könnt, um für euch zu
zu plündern. Da das Ganze hier wieder mehr ein Glücksspiel ist, was ihr bekommt, zähle ich es auch eher indirekt zu den Modulen, die euch Vermögen erhöhen. Denn ihr habt hier unterschiedliche Möglichkeiten. Je nachdem, wie viel ihr den Scavs bezahlt, desto höher ist die Anzahl der Items, die sie euch mitbringen, aber auch die Zeit, die sie benötigen, bis sie euch die Items bringen. So habe ich hier einmal die genaue Aufstellung für euch. Desto höher die Bezahlung, desto höher soll auch die Chance auf höherwertigere Items sein, die sie mitbringen. Wobei wir für Moonshine eher Items bekommen sollen, die einfach seltener zu finden sind, wie zum Beispiel eine Tank Battery. So sollen wir für einen Intelligence Folder eher die Chance auf Keys und Keycards haben. Es ist aber nach wie vor ein wenig Glücksspiel, denn auch wenn ihr die Scavs für Moonshine geschickt habt, kann es dennoch sein, dass sie mit billigem Kram wiederkommen. Alles in allem kann ich aber sagen, dass ich, wenn es rein ums Geld geht, mit dem Service für 95.000 Rubel immer den konstantesten Gewinn erwirtschaftet habe. Die Items, die ich bekam, waren fast immer mindestens das doppelte oder dreifache Wert, manchmal sogar wesentlich mehr, wie zum Beispiel ein Dorms Marked Room Key. Ich denke, ihr versteht jetzt, warum ich hier den Begriff Glücksspiel gewählt habe. Kommen wir nun zu den Modulen im Hideout, die uns im Schwerpunkt Boni auf unser XP und Skillpunkte Leveling geben. Die stärksten Boni erhalten wir hier natürlich aus der Air Filtering Unit, was die Skills angeht. Hier bekommt ihr 40% Boni auf das Leveln eurer Physical Skills. Allerdings nicht passiv, ihr bekommt also immer nur dann die Boni, wenn ihr auch im Raid mit eurem PMC eure Physical Skills aktiv levelt. Das aber auch nicht umsonst, ihr müsst für den Bonus einen Filter einsetzen. Dieser hält dann für mindestens 17 Stunden und 38 Minuten, je nachdem wie hoch euer Hideout Management Skill ist, kann die Zeit pro Filter auf 23 Stunden und 31 Minuten steigen. Allerdings liegt der Preis aktuell bei 100.000 Rubel, was noch vertretbar ist. Im Laufe des Vibes wird dieser aber oft wesentlich teurer. Achtet also darauf, dass ihr die Zeit des Filters, wenn ihr diesen einsetzt, auch effektiv nutzt und in Raids geht und die Skills levelt. Setzt ihr den ein und zockt dann zwei Tage nicht, hat sich dieser verbraucht und ihr nichts gewonnen. Schieben wir hier noch schnell das Gym mit ein. Dass dieses Modul in unserem Hideout auch extrem hilfreich ist, weil ihr damit euren Stärke- und Ausdauer-Skill aktiv leveln könnt, sollte klar sein. Dass ihr das Gym aber auch so früh wie möglich freischalten solltet, um das Maximum gerade im niedrigen Levelbereich rauszuholen, beachten viele nicht. Denn gerade im Levelbereich zwischen 0 und 9 bekommt ihr pro erfolgreicher Wiederholung 2,4 Skillpunkte. Auf Stufe 10 bis 24 reduziert sich das hier auf 2,0 Skillpunkte und auf Level 25 bis 50 sogar nur auf 1,6 Skillpunkte. Wer also die Skills im Vordergrund hochtreiben will, sollte sich überlegen, ob er wirklich so schnell leveln will oder vielleicht doch erstmal die extra Skillpunkte mitnehmen möchte. Ich denke, gerade für Casual Player ist das recht interessant, weil die eh schon etwas langsamer im täglichen Level Progress sind und gerade da das Gym unbedingt frühzeitig nutzen sollten. Einen extremen Boost erhaltet ihr auch über die Library, allerdings leider erst etwas später, da ihr hierfür einen Hideout Manager Skill auf Stufe 5 braucht, den Generator, den Rest Space und Heating auf Stufe 3, bevor ihr sie errichten könnt. Ist das aber geschafft, erhaltet ihr 15% mehr XP in euren zukünftigen Raids und erhaltet nochmal einen Leveling Boost von 30% auf eure Practical Skills. Also seht zu, dass die Library auch unbedingt auf eure To-Do-Liste kommt, gerade wenn ihr etwas schneller Fortschritte machen möchtet. Was viele nicht wissen und deswegen meist zu spät komplett ausbauen, ist die Shooting Range. Natürlich verstehe ich, dass man zum Ausprobieren der Waffen nicht zwangsläufig bewegliche Ziele braucht, aber dass ihr 10% an Boost bekommt auf eure Combat Skills, sobald ihr die Shooting Range auf Stufe 3 ausgebaut habt, entgeht vielen. Also behaltet das im Hinterkopf, überlegt einmal mehr, ob die 10% den vorzeitigen Ausbau nicht vielleicht doch wert sind. Des Weiteren haben wir ja auch noch die Hall of Fame, die uns zum einen natürlich Platz bietet, um noch mehr Items zu horten, allerdings ist hier wesentlich interessanter, dass ihr Physical Skill Buffs bekommen könnt. Das aber nicht aus den Schmuckartikeln oder Vasen, die ihr hier zur Schau stellt, sondern durch die Dogtags. Packt ihr hier Dogtags hinein, steigert sich der Buff, desto höher das Level der Dogtags, desto höher auch der Buff. Im Detail entspricht der Bonus der Summe der Stufen, dividiert durch 5 und multipliziert mit dem 0,1% Bonus, wobei die Dezimalzahl zugunsten des Spielers ab Stufe 3 aufgerundet wird. Also Stufen 3 bis 7 gleich 0,1% Bonus, Stufen 8 bis 12 gleich 0,2% Bonus. Der Bonus wird auch von der Fertigkeit Hideout Management beeinflusst, was zu einem zusätzlichen Bonus von bis zu 0,15% pro 5 Dogtag Stufen führt. Achtet hierbei aber auch darauf, dass das Dogtag von der gegnerischen Fraktion sein muss. Seid ihr Bär, braucht ihr USAC Dogtags und als USAC eben Bear-Dog-Tags. Und wichtig hierbei, ihr müsst auch derjenige sein, der den Gegner getötet hat. Hierbei ist es egal, ob ihr den Kill als PMC oder als Scav getätigt habt. Achtet hier also darauf, dass euer Name dort steht. Ansonsten bringt euch dieses Dog-Tag, egal wie hoch das Level ist, rein gar nichts am Buff. Und nein, die Dog-Tags eurer Gruppenmitglieder und Mates bringen euch nichts. Auch nicht, wenn ihr sie selbst erschossen habt. Also an die, die gerade ein paar böse Gedanken gehegt haben, was ihre Mates angeht. Ah! Gar nicht! Lasst es sein, bringt euch nichts.
Das sind so die Extras, von denen ihr bei den Modulen profitieren könnt, um etwas schneller und profitabler durch den Vibe zu kommen. Aber es gibt natürlich auch noch die Produktion selbst bei den einzelnen Modulen, die ihr euch finanziell noch weiterbringen kann. Dass nicht jede Produktion sich lohnt, habt ihr bestimmt schon festgestellt. Aber wenn ihr es schlau anstellt, könnt ihr hier gerade am Anfang euren zukünftigen Reichtum sichern. Vereinfacht könnt ihr auch immer auf der Tarkov-Guru-Seite beim Hideout Profit nachschauen. Da zeigt er euch dann für jedes Modul an, welcher Craft sich gerade lohnt, aber auch womit ihr miese machen würdet. Checkt aber trotzdem, ob die Preise auch hier wirklich mit dem Fliermarkt übereinstimmen, auch da kann es manchmal zu Verzögerungen kommen. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Aber gehen wir auch so nochmal ein paar Beispiele durch. In der Nutrition Unit könnt ihr diverse Nahrungsmittel herstellen. Einmal die, die ihr für Quests braucht, wie die kleinen Tushonkas, aber es gibt Produktionen, die euch wesentlich mehr einbringen als das, was ihr an Produktionskosten hattet und womit euer Vermögen nebenher immer weiter vergrößern könnt. Für die Nutrition Unit haben wir zum Beispiel den Zucker. Gerade am Anfang lohnt sich das, die einfach schon zu produzieren, zu sammeln und später im Vibe zu verkaufen. Denn während am Anfang des Vibes Aljonka noch sehr günstig ist, die wir für die Herstellung vom Zucker benötigen, werden gerade die Ressourcen im Verlauf viel teurer, sodass ihr am Anfang des Vibes vielleicht 30.000 bis 40.000 Rubel Produktionskosten habt. Später im Vibe könnt ihr den produzierten Zucker aber für 100.000 bis 120.000 Rubel das Stück verkaufen. So könnt ihr pro Stück 70.000 bis 90.000 Rubel Gewinn machen und das schmeckt natürlich. Ihr versteht jetzt auch, denke ich, worauf ich hinaus will. Ich gebe euch jetzt noch ein paar Beispiele für die Produktion bei einzelnen Modulen mit auf den Weg, die sich lohnen und warum. Das kann sich natürlich auch immer wieder ändern, je nachdem, was sich in-game oder auf dem Fliermarkt ändert, also beobachtet das selbst auch ein bisschen. Neben dem Zucker lohnt es sich auch oft, die Slickers-Riegel herzustellen. Diese aber nicht verkaufen, sondern bei Jäger gegen Scav-Westen tauschen und diese dann auf dem Fliermarkt verkaufen. Gerade wenn die Leute an ihrer Setup-Quest sitzen, bei der sie ja die Scav-Weste benötigen, geht in dieser Zeit der Preis meist nochmal schön hoch, sodass ihr die Scav-Westen mit gutem Gewinn verkaufen könnt. Kleiner Tipp zur Produktion noch am Rande. Produziert am besten immer zwei unterschiedliche Items im Wechsel. Also den Zucker, danach die Slickers-Riegel und so weiter. Denn wenn ihr nur ein Item hintereinander immer wieder herstellt, bekommt ihr kein oder nur kaum Skillpunkte auf euren Hideout-Skill. Macht ihr das aber immer im Wechsel, bekommt ihr nach jedem Abschluss der Produktion auch Skillpunkte dafür. Auch hierzu nochmal alles genauer erklärt in meinem großen Skill-Guide, den ich euch gerne nochmal oben einblende, den ihr aber ansonsten natürlich auch in meinen Playlists findet. Bei der Workbench produziere ich meist gute Munition, die man so nicht kaufen kann. Aber nicht zum Verkauf, sondern für mich selbst. Das dann immer im Wechsel mit den Printed Circuit Boards, die gehen schon die ganzen letzten Vibes immer sehr wertstabil auf dem Flieger weg. Achtet hier aber drauf, welche der zwei Produktionen ihr dafür nutzt. Mal ist das DVD-Laufwerk und mal der Gas Analyzer. Aber fühlt euch auch nicht gezwungen zu verkaufen, wenn der Preis mal im Keller ist auf dem Fliermarkt. Wartet ein bisschen ab, vielleicht ein, zwei Tage, gerade auch zum Wochenende hin oder zur Nacht, wenn entweder viele Spieler spielen oder halt so wenig, dass kaum Nachschub in den Fliermarkt kommt. In der Medstation finde ich es bisher immer eher schwierig, hier mit Gewinn zu verkaufen, da die Preise für die Ressourcen schon so relativ hoch sind. Ich persönlich produziere hier immer Pile of Meds, daraus dann IFAX. Diese benutze ich nach den Raids, um mich hochzuheilen, aber ich verbrauche sie nicht vollständig. Immer so, dass nur noch ein paar Punkte übrig bleiben und aus diesen stelle ich mir dann AFAX her, die ich dann in meinen Raids für die Heilung benutze. So generiere ich zwar nicht direkt Geld, treibe so meinen Hideout-Skill aber hoch und verwerte meine Heilung so gut wie möglich und senke letztendlich die Kosten, die ich jedes Mal für meine Heilung ausgeben muss. Im Laboratory stelle ich meist Stoffe her, also Ripstop, Fleece, Cordura und Aramid, je nachdem welche zwei am besten und profitabelsten auf dem Flieger weggehen. Die Produktion dauert nicht lang und die Ressourcen dafür sind oft sehr günstig direkt beim Trader zu kaufen. Auch hier könnt ihr richtig abstauben, wenn ihr zur richtigen Zeit verkauft. Mit dem neuen Gear Rack, in dem ihr ja eure Puppen mit Gear ausstatten könnt, kommen natürlich auch die Items, die wir für den Ausbau von dem Modul brauchen, wie Fleece. So lag der Preis für Fleece zwischendurch bei 80.000 Rubel pro Stück, aktuell immer noch so zwischen 30.000 und 40.000, während wir aber nur ca. 5.000 Rubel für die Produktion benötigen. Das hat sich also richtig gelohnt und lohnt sich aktuell immer noch. Im Laboratory stelle ich aber auch aus meinen verbrauchten Treibstoffkanistern Grenade oder Magazine Cases her, um diese dann selbst zu verwenden oder zu verkaufen. Achtet hierbei aber darauf, dass der Rest der Items, die ihr noch braucht, für die Produktion erschwinglich sind zu dem Zeitpunkt. Sonst könnt ihr da öfter mal eher Minus als Plus machen. Die Produktion von den Cases empfehle ich euch eher über Nacht, da die ziemlich lange dauert. Wenn euch allgemein auch sehr wichtig ist, den Hideout-Skill schnell hochzutreiben, sucht euch für die Nacht bei jedem Modul am besten auch eine Produktion aus, die sehr lange dauert. So erhaltet ihr auch gut Skillpunkte, wenn ihr das alles zeitlich gut organisiert. Im Intelligence Center mache ich meist eher weniger Profit.
da die Herstellungskosten für die Items, die wir dort produzieren können, meistens auch immer konstant hoch sind. Da dann eher, um den Skill hochzutreiben. Aber mit der Produktion von Vertex und VPX im Wechsel mache ich meist noch ein bisschen Gewinn oder gehe wenigstens plus minus null raus. Zu guter Letzt haben wir noch den Boost Generator und den Water Collector. Diese beiden nutze ich eher auch wieder für den Hideout Skill. Die Produktion von den beiden ist meist eh schon relativ teuer, so kommt ihr meist mit nicht wirklich viel Gewinn raus. Wenn ihr natürlich aber im Vorfeld genug Wasserfilter und Zucker horten konntet, lohnt sich das natürlich im späteren Verlauf mehr. Wobei es aber trotzdem eher sinnvoller sein kann, hier den Zucker und die Wasserfilter selbst auf dem Flieger zu verkaufen, rechnet euch das aber immer selbst aus, womit ihr dann am besten fahrt. Die Preise variieren bei allem immer mal wieder. Zum Schluss noch einen kleinen Kniff zu eurem Waffenständer. Wenn ihr eine Waffe super gemoddet habt, sodass ihr gut damit klarkommt und euren Mates die Waffe zeigen wollt bzw. den Preset geben wollt, sodass sie diesen einfach nachbauen können, packt die Waffe in den Waffenschrank, markiert sie als Favorit und so können eure Freunde über euer Profil, wenn sie dann auf die Waffe in euren Favoriten gehen, sich die Waffe mit Attachments als Preset anzeigen lassen, speichern und auch direkt bauen, ohne dass sie mühsam alle einzelnen Sachen anbringen müssen. Und damit sind wir dann auch schon am Ende für meinen Hideout-Guide angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig helfen und vielleicht die Mechaniken des Hideouts und wie ihr sie sinnvoll nutzen könnt etwas näher bringen. Habt ihr Anmerkungen oder noch andere Tipps, haut die auch gerne in die Kommentare und helft zu anderen, denn es gibt viele, die dankbar für jede Hilfe sind, die man in Tarkov bekommen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da und schau auch gerne in meinen Livestreams und auf meinen Socials vorbei. Jeder Support hilft mir ungemein. Das war's aber an dieser Stelle auch wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunny, und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.